Und jetzt gehen wir mal zu einem besonders schönen Thema auf, das wir uns schon sehr freuen. Also ich kann Ihnen versichern, liebe Zuschauer, dass all meine männlichen ZIP-Moderatoren nach reinstem Rosenwasser duften. Also dicht dran zumindest. Aber manchmal so an der Kasse, da denkst du dir auch, das ist so eine Mischung aus Puma, Käfig und Tonbeutel. Ich überlege mal, ob ich was sage. Sagt man dann was? Naja, du fängst eine, wenn du was sagst. Wahrscheinlich auch, ja. Aber Dr. Yael Adler sagt, natürlich sagt was, Leute, habt euch doch nicht immer so. Sie ist dafür. Also reden wir über unsere Tabuzonen. Darüber spricht man nicht, so der Titel des aktuellen Buches von Dr. Yael Adler, Dermatologin. Was die Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten hier diagnostiziert und helfend bespricht, hat für viele Betrachter schon einen Ekelfaktor. Und für die Betroffenen mehrere Gründe, sich zu verschließen. Zumal es im Leben und so im Buch auch unter die Gürtellinie geht. Körperlich, versteht sich. Aus Scham und Peinlichkeit werden solche und andere Probleme zu Tabuthemen. Aber auch ZIP meint, weg mit den Körpertabus. Also dann? Jetzt geht's ins Detail. Denn nichts ist spannender als Tabus und Peinlichkeiten. Ganz herzlich willkommen, Dr. Yael Adler, wieder mal bei uns bei ZIP. Hallo, danke. Freue mich schön, sehr. Danke. Ja, liebe Yael, was verdammt ist so spannend an Pilzen, an Pickeln, an ganz finsteren Stellen unseres Körpers und an anderen Dingen, die eher unangenehm sind? Sie gehören zu uns. Und ja, ja. In meiner Sprechstunde sehe ich jeden Tag Menschen, die mit sich fremdeln, die Probleme haben, die einen hohen Leidensdruck haben. Also das nimmt einen auch Lebensqualität, wenn man Dinge an sich hat, über die man nicht gerne spricht und die dann so aussetzt und hofft, die gehen vielleicht von alleine wieder, weil sie ja auch von allein gekommen sind. Manche Leiden werden chronisch, machen dann vielleicht ernste Nebenwirkungen. Es ist dann schwieriger, sie zu behandeln, wenn überhaupt noch möglich. Und dann ist es ja auch so, manche Krankheiten sind infektiös, gerade so im Intimbereich. Da sollte man drüber reden, sonst steckt man andere an. Das betrifft natürlich auch Fußpilze, klar. Ja, in der Rangliste, oh Gott, darüber rede ich mit niemandem. Was steht da ganz weit oben? Bei Männern? Interessanterweise ist es so, dass natürlich alles, oder das ist klar, im Schambereich, in der Schamzone, das ist bei allen Geschlechtern gleich. Bei Männern ist es so, dass denen wahnsinnig peinlich ist, wenn sie zum Beispiel schnarchen. Ach nee, wirklich? Also wenn ich so kleine... Ich glaube, jede Ehefrau hatte das Gefühl, also meinem Mann ist das nicht peinlich, wenn der schnarcht. Ja, aber ich sehe das zum Beispiel, also wenn ich so kleine Fernsehstückchen zum Beispiel zu irgendwelchen Medizinthemen mache, finde ich immer Leute, die freiwillig bereit sind, über ihre Probleme zu reden, niemals aber übers Schnarchen. Also das ist so wirklich, da hatte so einen Kontrollverlust beim Schnarchen. Ne? Es passiert einem und es erinnert daran, dass man vielleicht auch vergänglich ist. Jedenfalls, die Männer reden auch sehr gerne nicht über ihre Erektionen. Die Penisseele ist sehr, Erektion. Ja, oder ihre Nicht-Erektion. Mhm. Die Penisseele ist sehr sensibel. Es ist aber etwas, was man ansprechen sollte. Wenn man eine Erektionsstörung hat, kann dahinter auch ein ernstes Leiden stecken. Man sagt auch, die Erektion ist die Wünschelrute des Herzens. Also ein Vorbote eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls. Frauen reden nicht so gerne, also schämen sich für ihren Haarausfall. Mhm. Und natürlich Körpergerüche, Blähungen und alles, was mit Stuhlgang zusammenhängt. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so. Über die Folgen haben wir ja schon gesprochen. Also was passieren kann, wenn man das wirklich zu lange aussitzt? Was also es gibt sehr, sehr häufig Beispiele, wo das passiert. Ein Familienvater beispielsweise hatte furchtbare Schmerzen an der Pobacke und traute sich nicht, das seiner Frau zu sagen, so Schatz, kannst du mal gucken, weil die kann ja da nicht in den Po gucken, das kann man ja nicht machen. Und hat das also tagelang ausgehalten, bis er vor Schmerzen nicht mehr sitzen konnte und sich schon richtig schlecht fühlte. Und dann hat sie doch mal gucken dürfen. Und siehe da, es war also dick und lila und ab zum Chirurgen. Es musste also notfallmäßig operiert werden. Er hatte eine Analfistel, also eine Verbindung vom Darmkanal innen drin, bis, also ein Eiterweg quasi bis raus auf die Haut. Und einen Tag später, dann wäre sein Schließmuskel kaputt gewesen. Das heißt, rechtzeitig handeln ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um Scham, sondern es kann wirklich was Gefährliches dahinter stecken. Jetzt kommen wir zu einem Thema, liebe Zuschauer, da sind wir alle Mann mit im Boot, Männer und Frauen. Körpergerüche. Rinnt der Schweiß, ist das erstmal gut, sogar lebenswichtig, regelt er doch die Körpertemperatur. Dafür sorgen 2 bis 3 Millionen Schweißdrüsen über den Körper verteilt. Wird der Schweiß aber von Bakterien zersetzt, stinkt es kaum zum Aushalten. Auch an den Füßen, dort speziell mit herber Käsenote. Wer riecht, muss nicht stinken und wer stinkt, kann etwas dagegen tun. Eine Maxime des Buches und damit mehr als... Nase zu und durch. Ja. Sind das immer die Bakterien, die den Schweiß zersetzen oder gibt es noch andere Stinker? Naja, das ist schon der Hauptgrund. Aber es ist ja nicht so, dass man immer stinkt, nur weil man schwitzt. Manchmal ist einfach das Mikrobiom auf der Haut gestört. Also das
bakterielle Leben auf der Haut, wenn wir zum Beispiel zu viel alkalische Seifen benutzen bei der Körperhygiene. Mein Lieblingstipp ist bei Leuten, die zu Schweißneigung neigen und zu Geruch, einfach mal Essigwasser nehmen. Also 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffeln Apfelessig und die Regionen abstreichen. Und dann ist natürlich die Kleidung auch ganz relevant. Also eine Lederhose stinkt ja nie. Die wäscht man nie, aber die riecht eigentlich immer gut, wenn man das mal zu Hause probieren will. Ich habe das noch nicht gerochen, aber wenn Sie sagen. Ja, das also und Synthetikkleidung zum Beispiel, also Sportshirts, die kann man ja nicht heiß waschen und da sitzt der Mikrokokkus, ein Stinkbakterium drin. Aha. Und kaum kommt es aus der Maschine und man joggt los, sofort fängt es wieder an, furchtbar zu riechen. Gibt es denn da eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, was so intensiven Geruch angeht? Man sagt, dass Männer sind ja größer in der Regel, also das heißt, größere Menschen schwitzen mehr und dann haben sie natürlich auch mehr Geruch, aber eine große Frau würde demnach auch mehr schwitzen als ein kleiner Mann. Ja. Außerdem transportieren Männer häufiger eine Aminosäure auf die Haut. Leucin heißt die und die ist ein super Futter für Bakterien, die Geruch entfalten. Insgesamt haben Männer und Frauen durch die Hormone unterschiedliche Duftnoten, aber natürlich können beide Geschlechter intensiv stinken oder riechen. Würden Sie sagen, wer da Probleme hat, sollte ruhig zu Botox greifen? Also wir reden jetzt nicht von der Stirn, sondern von zu viel Schweiß. Also wenn Menschen wirklich eine krankhafte Überproduktion von Schweiß in den Achseln haben oder an anderen Stellen, leiden sie ja sehr. Das ist ja genau sowas. Es ist ein Tabu, es ist einem peinlich, es ist alles nass. Man schwimmt ja nur. Ne? Ja, es gibt auch Infektionsneigung und Reizung. Und da gibt es verschiedene Optionen. Man kann natürlich mit aluminiumhaltigen Deos rangehen, mit Salbeitees, mit Umschlägen, mit Leitungswasser, Iontophorese, also einem Apparat, den man sich da mit feuchten Schwämmen drunter klemmen kann. So, aber man kann auch Botox in die Achseln spritzen. Es ist nur relativ teuer und muss halt 2-mal im Jahr wiederholt werden und nicht immer zahlen das die Kassen. Es gibt auch operative Verfahren, also das muss man individuell entscheiden. Aber wichtig die Botschaft wieder, man kann etwas tun. Manchmal sind es Tabletten, was auch immer, aber man sollte eben drüber reden und es angehen. Drüber reden und dann kann man auch besser was tun. Ganz kurz zur Überleitung, warum hat dieses Buch ein Männerspezialkapitel? Ich finde es wichtig, dass Männer sich mit ihrem Körper auskennen, genauso wie auch Frauen. Das wichtigste Utensil ist der Handspiegel, den sollte jeder bei der Lektüre dabei haben und auch mal seinen Körper vielleicht dabei angucken oder sich gegenseitig betrachten. Und Männer haben ja manchmal nicht so einen Bezug zu ihrem Körper und da geht es halt zum Beispiel auch über die Hoden. Das kleine Hoden-Einmalei ist da drin und es ist erstaunlich, das ist auch ein super Partygespräch, dass die Männer echt wenig Ahnung über diese Juwelen haben, die sie da mit sich tragen. Alle reden immer über den Penis, aber nicht über diesen wichtigen Teil ihres Körpers. Und da gibt es auch viele Dinge richtig und falsch zu machen, also schreibe ich darüber. Alles klar. Und Sie merken ja schon ein bisschen, dass der typische Stil von Frau Dr. Adler ist jetzt nicht das verkniffene Sachbuch, sondern auch mal locker flockig drüber reden. Wir haben mal so ein paar unserer Lieblingsüberschriften für Sie herausgesucht. Wenn Sex und Liebe uns wirklich jucken, gemischte Gefühle untenrum. Die Erektion ist die Wünschelrute des Herzens. Wenn es eng wird für den Penis. Staubsauger und andere Sexunfälle. Mein Gott, ich komme. Durch die Hintertür, Analverkehr. Themen, für die wohl allgemein eine doppelt hohe Tabuhürde gilt. Ich ist was im Intimbereich, das ist nicht in Ordnung, aber damit rennt man ja auch nicht offen auf die Straße und sagt, guck mal. Sondern da sagt man so, pff, hoffentlich geht's von alleine wieder weg. Das war genau das Thema, worüber wir schon geredet haben. Eben nicht nur hoffen, es geht von alleine weg, sondern zum Thema machen. Bei einer Ärztin, bei einem Arzt. Ist Ihnen denn selbst irgendwas peinlich? Ja klar, also wenn man sich mit so einem Thema sensibel und einfühlsam beschäftigt, hat man natürlich auch eigene Situationen im Leben, die mir mal peinlich waren. Ich erinnere mich an die Geschichte, als ich als junge Frau auf einer Liebesreise in Paris war. Und ich konnte einfach 3 Tage, wie viele Frauen, nicht aufs Klo gehen. Ich bin quasi lieber fast geplatzt, weil ich, also bei mir gibt es ja nur Rosenblätter. Ne? Männer hingegen sind da ja oft stolz auf ihre Produkte und sind da sehr entspannt im Umgang, ja. Und Frauen haben da so Tricks wie Streichhölzer anzünden oder laute Musik draußen, Fernseher anmachen, den Mann joggen schicken oder sie gehen neben dem Frühstückssaal auf die Toilette. Also Frauen haben damit eher ein Problem. Aber Sie haben ja, also in dem Buch kann man auch nachlesen, dass Sie sogar dabei waren, als ein Freund seine Flatulenzen angezündet hat mit einem Feuerzeug. Ja, und das ist natürlich sehr schlimm ausgegangen. Er hat wirklich schwere Verbrennung erlitten. Das funktioniert wirklich. Er hat es also durch die Unterhose gemacht. Aber es war sehr schmerzhaft. Also man muss ein bisschen aufpassen. Auch, Sie haben die Sexunfälle angesprochen. Man kann ja alles Mögliche machen. Ich finde auch neugierig sein, mit dem Körper arbeiten und auch genießen. Ist alles in Ordnung, aber aufpassen. Es gibt eben auch Dinge, die gefährlich sind und über die kläre ich auch auf. Aber man darf nicht denken, dass
alle Tabus immer nur diese untenrum Themen sind, sondern Schnarchen, Hämorrhoiden, Haarausfall oder zu viel Behaarung oder kranke Nägel oder das Thema Depressionen sind auch ganz wichtige Themen, für die wir uns oft schämen. Also ein weites Feld, das Dr. Jael Adler beackert hat in ihrem Buch. Und es ist wirklich hochinteressant, liebe Zuschauer, wir konnten Sie wahrscheinlich neugierig machen. Und wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns ganz einfach, wir haben 3 Exemplare für Sie. Und hier ist die Adresse, wie immer, ZIP, Kennwort Tabu, Marlene Dietrich, Allee 20 in 14482 Potsdam. In diesem Sinne, ich sage nur, viel Spaß bei der nächsten Party zu Hause mit diesen Themen. Dankeschön, Dankeschön. Dr. Adler.